Eine Lehre in der steirischen Industrie bietet alles, was man für eine erfolgreiche Karriere braucht. Die Berufsausbildung hat hier höchste Qualität. Warum? Ganz einfach. Ja, das Besondere an einer Lehre in der Industrie ist natürlich, dass man sehr, sehr früh schon ins Berufsleben einsteigen kann, sein eigenes Geld verdienen kann und natürlich in späterer Folge als Fachexperte natürlich am Markt gefragt ist. Wir sind quasi am letzten Stand der Technik und das überträgt sich quasi auch auf unsere Lehrlinge, die heute dann am letzten Stand der Technik ausgebildet werden. Derzeit gibt es etwa 200 Lehrberufe in der Steiermark, aus denen man auswählen kann. 100 davon allein in der Industrie. Das reicht von Berufen in der Elektro- über Metalltechnik, von Papier bis hin zur Kfz-Technik, Chemie oder dem Bereich der Planung und Organisation. Die Chancen, seine Hobbys oder eigene Interessen mit dem Beruflichen zu verbinden, sind groß. Ich habe in der Hauptschule schon immer mit den Burschen mitgewirkt und für mich war das dann klar, dass ich irgendwas Technisches machen will und habe mich dann dafür entschieden, ich möchte im Metallberuf gehen. Also ich finde, Elektro ist ein Beruf, der sehr vielseitig ist. Ich habe mich ja schon immer für Elektronik interessiert und Handys und so weiter. Hat mit Konsolen angefangen und so weiter, dann auch schon die ersten Computer gekauft, selber geschaut, Grafikkarten ein- und ausgebaut und dann habe ich mich eben entschieden, eine Lehre als Elektroniker zu machen. Und ja, hat hingehört. Eine Lehre in der Industrie dauert 3 bis 4 Jahre. Man arbeitet an spannenden Projekten mit und fertigt Produkte, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Durch eine Lehre in der Industrie hat man in jedem Fall eine hervorragende Basis für eine spannende Karriere geschaffen. Und man verdient vom ersten Tag der Ausbildung an gutes Geld. Ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen. Ich habe selber auch Kinder und natürlich ist man bemüht, sein alles recht zurecht zu machen und auch irgendwo im privaten Leben weiterzuhelfen. Und da will man offenes Ohr. Der Tagesablauf oder die Lehre ist dann für die Lehrlinge angenehm, als wenn man so strenges Regime führt. Aber sie wissen schon auch, ab und zu gehört ein bisschen Ernst dahinter und da sind sie dann auch voll dabei. Ein Ausbildungsbetrieb investiert eine Menge in seine Lehrlinge. 85.000 Euro. So viel kostet zum Beispiel ein Ferrari. Ohne Hinterreifen. 8 von 10 der ausgebildeten Fachkräfte sind auch 5 Jahre nach ihrem Lehrabschluss noch im selben Unternehmen beschäftigt. Jeder Lehrling, der bei uns fertig ist mit der Lehrzeit, nach 3,5 Jahren Lehrzeit, wird bei uns wieder fix weiter beschäftigt. Egal ob in der Produktion, in der Verwaltung, in der Qualitätskontrolle oder im Bereich der Forschung und Entwicklung. Mit einer Lehre in der Industrie stehen einer beruflichen Karriere alle Türen offen. Mit der Werkmeisterprüfung kann man seinem Erfolg einen zusätzlichen Kick geben. Und auf die Matura muss man natürlich nicht verzichten. Diese kann man während oder nach seiner Ausbildung absolvieren und so eine Fachhochschule oder Universität besuchen. Auch immer mehr Maturanten entschließen sich für den Schritt einer Lehre in der Industrie. Einem akademischen Erfolg steht also nichts im Weg, wenn man das möchte. Sie können die modernsten Maschinen kaufen heute, aber sie brauchen tolle Fachkräfte, um diese zu warten, um diese zu bedienen, Fehler zu beheben. Dafür brauchen sie die Fachkräfte. Hätte man nie gedacht, dass mich ein Lehrberuf irgendwann einmal so begeistert oder so interessiert. Aber Papiertechnik ist echt, das könnte man keinen besseren Lehrberuf vorstellen. Ein Karriereweg der besonderen Art, mit dem einfach alles drin ist.